3, 2, 1. Ja, Chris, hast keinen Bock heute oder was? Nur weil du zugenommen hast, fühlt sich nicht wohl oder wie? Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Der Chris hat ja so ein Video gemacht, wo er mich verunstaltet hat mit irgendeinem Fotobearbeitungsprogramm. Ja. Das fand ich so witzig, dass ich gesagt habe, ich will sowas auch mal mit dir machen, Chris. Ja, kein Problem. Abonniert auf jeden Fall Hype Chris. Hype 12. Mich. Danke. Du willst jetzt, dass ich deinen echten Namen verrate, ne? Ja. Wer ihn nicht kennt, er hat halb Esther. So viele Abonnenten wie ich, heißt Frederik Sturmwaffel. YouTube, check mich ab. Genau. Aussieht. Ja. Brothers! Oh! Ist ein bisschen awkward jetzt. Ja, es geht um ein Photoshop-Battle und zwar suchen wir uns jetzt jeder einen YouTuber raus und dann müssen wir den so crazy bearbeiten, dass der andere nicht erkennt, wer es ist. 3 Runden gibt's. Ja, ich würde sagen, 3 Runden gibt's. Bei der zweiten muss man jemanden so bearbeiten, dass der andere nicht lachen darf. Und bei der dritten entscheidet ihr. So, wir haben uns schon jemand rausgesucht, aber pass auf, dass ich das nicht sehe, ne? Okay, sollen wir anfangen? Ja, auf jeden Fall. Los geht's. 3, 2, 1, Start! Das Fälschen, ne? Fick mein Leben, was hab ich gemacht? Was denn? Jetzt muss ich erstmal hier checken, was das ist. Oh, Reparatur ist, glaube ich, das richtige Wort hier. Ich wollte. Erstmal so. Ich weiß nicht, was ich hier gerade mache. Was ist das? Oh, shit! Okay, scheiße. Aber ist noch okay, oder? Ist im Bereich des Machbaren. Was macht der denn aus dem? Ja. Oder der? Also, man, ich meine, ist das jetzt noch ein Mensch bei dir? Er versteht auf jeden Fall nicht mehr, warum er auf diesem Planet ist. So. Das kann man schon sagen. Oh, yeah! Ich hab das perfekte Tool gefunden. Doch, jetzt Quatsch! Ja, ist ziemlicher Quatsch und deine Zeit läuft langsam weg. Nein, auch! Wie, das ist ziemlicher Quatsch. Oh, die Zeit! Ja? Nee. 4,57. 5. Oh Gott. 4. Oh Chris, bitte. 3. Bitte nicht. 2. 1. Oh Gott, das ist. Ich bin ein bisschen unzufrieden. Ich auch. Ich bin ein bisschen unzufrieden. Ich weiß gar nicht. Leg los, leg los. Oh, ich bin richtig gespannt. Okay, zeig. Nee, scheiße. Mach mal jetzt, mach mal. Der erkennt das bestimmt sofort in einer Sekunde. Mach mal. Okay. 100 Pro. Ja, warte, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber es kann. Nee, aber ich bin ernst. Ich bin ernst, hat hin und her gerissen. Weil es könnte das Löwenkind sein, oder? Ist nicht Lion. Ist wirklich nicht Lion. Nee. Ist ernsthaft nicht Lion? Nein. Wegen der Hand. Du Cheng. Hast doch noch jemanden zweiten im Kopf. Cheng? Nee, keine Ahnung, wer ist das? Jetzt sagt das Chu. Das sieht aus wie. Das nein, das ist Mütze. Ja, das ist nicht Chu. Hä? Das ist doch der Chu. Willst du verraten? Nee, wer ist das? Das ist Lion. Das ist doch nicht verraten. 100 Pro. Wer ist das denn? Kein Mist jetzt. Vielleicht kenne ich den auch gar nicht. Nee, aber wegen der Hand. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wer ist das denn jetzt? Mach das mal weg. Ich will das mal sehen. Das ist Paluten. Das ist nicht Paluten. Das den kennt man aus dem muskulösen Opa. Das ist nie im Leben. Das sieht aus wie Lion. Das ist nicht Paluten. Der trägt nie eine Mütze. Ey, das sieht aus wie Lion. Das ist nicht mehr Paluten. Das ist nicht Paluten. Kannst du bitte verarschen? Bei aller Scheißliebe. Warum ist da eine Frauenhand? Da ist nie eine Frauenhand neben dem. Das ist nicht Paluten. Das ist Lion. Das ist 100 Pro Lion. Ihr könnt mich. Das ist 100 Pro Lion. Ihr habt mich die ganze Zeit nur verarscht. Ich bin hier reingekommen. Mit einer guten Laune. Ne? Dachte, hier sind normale Menschen, die meine Arbeit schätzen. Stattdessen werde ich hier als fetter Chris und Gamer hingestellt. Und ich krieg jetzt hier. Valiant. Hi. Ja, Valiant, oder? Ja. Ja, danke schön. Ey, ohne Mist, ich dachte, ihr habt mich jetzt komplett. Ich weiß nicht, ob dir das zu einfach ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil es ist schon schwierig. Weil aber er hat bei dir schon immer, bei mir dann immer gesagt, oh, scheiße, und bei ja, dir immer gesagt, ja, das ist schon gut. Das weil er den Gag am Anfang verkackt hat, weil ich dich die ganze Zeit reinlegen wollte. Okay, also probier es einfach mal, ich bin gespannt. Was hast du denn da gemacht? Kriegst du es hin? Ich hab doch noch gesagt, ist das noch ein Mensch? Hier ist doch ein Mensch. Das ist doch kein Mensch mehr. Das kann man schon erkennen. Ja, das sieht aus wie ein Hitlerbärtchen.
Wer ist ja, das? Ist wieso sind da zwei Münder in dem Bild? Ja, weil ich habe irgendwas gedrückt und dann ist der Mund ersetzt worden. Ach, ach, ist das der André von Appcrime? Nee. Ich hab noch nicht eingeloggt. Dann aber weißt du, warum natürlich. Ich das gedacht habe? Wegen der Stirn? Weil hier so wie ein Haare sind auch. Siehst du? So. Mhm. Was sind das? Sind das die Haare? Das sind meine Photoshop-Skills vielleicht. Drittet. Also es ist schwierig, das stimmt schon. Aber ich habe zum Beispiel die Nase gerade gelassen. Hat er eine krumme Nase, oder? Weiß ich nicht. Tatsächlich. Also ich beschäftige jetzt mich. Also ist. Ach, der ist schon was älter. Oh nein, ist das der Walle? Wenn du wüsstest, wer das ist, ey. Oh Mann, das kann doch nicht. Komm schon, das kann doch jetzt. Ist das der Cheng oder was? Nee, Quatsch. Du kannst es nicht jeden durchgehen, Joyce. Das funktioniert so nicht. Vor allem sagt ihr noch, das ist jemand, den ich gar nicht wirklich kenne. Ah, den kenne ich doch alle. Der Cheng hat ja auch den Cheng kenne ich, ja. Ja, aber du kennst. Also, wir gehen voll systematisch durch. Das ist voll unfair. Du machst gerade. Guck mal bei Social Blade in die Liste. Ja, genau. So. Ist das einer von diesen. Einer von diesen Assis, ja. Einer von den Assis, ja. Schon, ne? Ja. Kenn ich bestimmt nicht. Sag was, Joyce, sag was. Jetzt ist das ein Ausländer? Das kann sein, dass es ein Ausländer ist. Ich tippe ja immer noch auf Osteuropa, ich bin mir aber nicht sicher. Also ein entscheidender Tipp noch ist, er ist YouTube Deutschlands größtes Anhängsel, glaube ich, kann man sagen, oder? Bitte was? Größtes Anhängsel, so. Er ist so ein Anhängsel. Ist ein Typ, der hat einen großen YouTube-Kanal. Es gibt jemand anders, der noch mehr im Vordergrund steht. Genau. Der ist nur mit hochgezogen worden. Ja. Ja, der Walle vom Gronkh. Nein, klar. Ja. Okay, gibst du auf? Ist okay? Ich gebe dir vielleicht noch einen Tipp jetzt, du hast ja eh schon verkackt. Julian! Nein, das ist nicht der Julienko. Das ist der Julienko. Wo soll man den denn bitte erkennen? Das ist voll klar. Guck mal, mit dieser Pose, mit seinem komischen... Ja. Und guck mal, das, wenn du das so siehst... Und hat der Babysar auf dem Kopf? Nein, und ich habe halt noch Haare hier so dran kopiert. Der hatte halt hier nur die Haare so und dann habe ich halt hier noch so Zöpfchen dran gemacht. War das zu schwer? Ja, du Arsch! Ist der scheiße? Ja, nee, das, ihr habt schon so das so angeteasert. Genau, anlehnen. Anlehnen. Ist es normal, dass es auch am Arsch ist? Oder? Oh, nee. Happening, kleines Happening hier. Halt meine Fresse, jetzt immer weiter. Die nächste Aufgabe ist folgende. Jeder bearbeitet wieder heimlich ein Bild und dann zeigt man es am Ende dem anderen und der darf nicht lachen. 5 Minuten, hast du den Timer ready? 1, 2, los. Macht ja Späßchen, ne? So. Ja, ist halt wirklich so 12-jähriger Humor. Genau. Hör auf jetzt! Aber gut. Ich hoffe, der hat den, der Sturmwaffe. Ich hab. Guck mal, was man hier noch machen kann. Sehr, sehr, sehr krassen Abiturhumor. Kann man irgendwie. So, die 2 Minuten sind um. Also die restlichen 2 Minuten. Ja, okay. So. Gut, dann würde ich sagen, willst du zuerst gucken? Oder? Jetzt hör auf! Du schummelst immer! Jetzt mal. Okay. Jetzt. Na toll. Also ihn krieg ich schon mal bis jetzt. Das ist schon mal ganz cool. Jax, den muss man unbedingt nochmal. Hör auf! Du schummelst immer! Jetzt mal. Okay. Jetzt ist Schluss hier bei beiden. Ja. Ich glaube, ich brauche eine Backstory, um das zu verkaufen. Also das ist wirklich wichtig für das Bild an sich, damit du das verstehst. Ist halt ein Typ auf jeden Fall schon mal, darauf kann ich schon mal vorbereiten. Der hat mir schon mal eine Geschichte erzählt, was der eigentlich so früher machen wollte. War auch sehr lange irgendwie auf den Online-Medien unterwegs und da nach Liebe gesucht. Früher war ein bisschen versauter, deswegen hat das auch nicht so funktioniert. Da hat er auch noch kein YouTube gemacht, ist auch ein YouTuber, ne? Hat dann eine kleine Stilwandlung gemacht. Ich war selber bei der OP dabei, Pentin gehalten, kein Scheiß jetzt. Das ist der Kopfhimmel. Das ist auf Tinder dann immer weitergedrückt. Da musst du dann nach vorne. Und fandst du nicht gut? Ist nicht so dein Humor? Hast du die Brüste gesehen? Aber, ne? Ja, habe ich gesehen, aber die hat er ja. Nicht? Also da war mal kein Himmel, ne? Boah, du tust mir voll leid jetzt, dass ich nicht lache, aber ich kann darüber nicht lachen. Ich finde es halt einfach nicht witzig. Okay. Die Story ist im Bild bei mir. Oh. Jetzt bin ich dran, ich freue mich schon voll. Das Geile ist,
Kannst du auch zoomen. Das Bild ist, hast du ja gemerkt, das ist ja so schon richtig krass. Ja, habe ich gehört. Das Pärchen hat das Bild so hochgeladen. Pärchen. Also die eine hattest du ja eben schon verfälscht, das sind Bibi und Julian. Und die Puppe. Das ist aber schon lustig immer, so. Ja. Bestimmt wieder, wo der die hochhebt oder so eine Scheiße, ne? Das ist hier kein Vögelbild oder so, irgendwie sowas würdest du eigentlich... Also was würden die nicht posten? Es soll schon romantisch sein, weißt du? Ich freue mich schon. Okay, erzähl. Das ist so scheiße. Und jetzt? Ja, wie kacke das ist! 5 Minuten für sowas. Pass auf, und das ist der Text. Nur er schafft es immer und immer wieder. Ich wette, du hast das gar nicht bearbeitet, das hat die einfach so hochgeladen, oder? Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, okay, aber das heißt ja auch mal, muss man mal kurz sagen, du hast ja diese Runde gewonnen, ne? Das ist dir klar. Ja. Aber wo sie auch hinguckt, ne? Ja. Alles halt schon so wie. Ja, das muss man machen. liebe Grüße, ne? Stell aber, dir dieses Bild jetzt ohne meine Bearbeitung vor. Aber, oh, Bibi Baby, finde ich auch geil. Ja. Aber wer macht denn so ein Bild, wo er. Ne? Immer, ja, die große immer Frage wieder. Ist halt, was schafft er denn immer wieder? Weißt du, das, guck mal, wenn du das Bild anguckst, er schafft es immer wieder, mich am Hinterkopf zu packen. Ja, Achievement, du bist 1,30 groß, Alter. Das schaffe ich auch immer wieder. Glaub mal, wenn du vorbeiläufst, wenn ich auf der nächsten Messe sehe, würde ich erstmal gekeilt von der Seite. So. Ich habe auch geschafft, ne? Also, es geht jetzt in die dritte Runde. Wir haben ein Bild von Melina von Instagram rausgesucht. Yay! Und zwar das gleiche. Und wir müssten sie verschönern. Und ihr stimmt ab, allerdings jetzt nicht schon, mehr ist schon gelaufen, sorry, wer das schönere Bild gemacht hat und der andere verliert. Die Bestrafung ist folgende, der Verlierer muss auf seinem Instagram-Account ein Bild hochladen, was der andere mit dieser wunderbaren App arbeitet, in welcher Form auch immer. Das heißt, es könnte auch sexuell werden, erotisch oder, und jetzt das Keyword des Abends, Rufschädigend. Hashtag rufschädigend, wenn ihr zu diesem Video tweeten wollt, einfach mal auf Twitter. 1, 2, 3, es startet. Das musst du gerade durchgucken. Mhm. Weil ich seh's ja eh. Oh. Was hast du da im Gesicht? Ja, das krieg ich nicht mehr weg. Das versuche ich ja die ganze Zeit wieder wegzukriegen. Weil das ist, glaube ich, ja, das wird dir auf jeden Fall den Sieg schon mal kosten. Also. Ja, du meinst, deine braune Jacke passt besser, oder was? Ja. Ach, scheiße. Boah, nee, das ist doof jetzt. Kacke, was habe ich gemacht? Ist egal. Klasse! Das sieht aber einfach aus wie so eine... Okay, wie so ein Manga, weißt du? Also wir haben definitiv einen anderen Stil. Ich bin halt so 11-Jähriger, der sich probiert, dann auszutun. Und du bist halt so ein bisschen mehr so... Hey, ich mach das schon ein paar Jahre länger. Okay. Ja, gut, also hi. Entschuldigung. So, jetzt wird getwittert. Und zwar folgendes hier. Ist cool, ne? Ist ganz cool. Hab ein Battle mit Sturmwaffel. Welches Bild hübscher bearbeitet ist, entscheidet ihr in der Umfrage im nächsten Tweet. Ich geb dir gleich C. Barbarella. Die mag die nicht, die beiden C. Fotos. Ja, finde die scheiße. Die haben uns geschrieben geht. C. Geht. Ja. Krass. Weil ich will nicht, dass du irgendeine Kacke bei mir auf Instagram postest. Girl Community. Ich darf denen ja nicht sagen, wer ist. Das ist so schlimm. Mann! Du machst bestimmt voll die Kacke oder so. Und dann habe ich da klar, irgendwie nur, weil er auch. Ist. Weil, weißt du, dann hat wieder Julians Können bei mir auf dem Instagram-Account verewigt oder so. Oh, ja. Nein, hör auf. Das Bild von Bibi. Wie genau mit deinem Kopf, damit du reinfleckst. Was machst du eigentlich vor der Kamera? Geh mal wieder hinter die Kamera. Oder behalt mal deine Idee bei dir. Das wäre ganz geil. Das kann man nochmal machen. Wie sehr ich schon wieder voll rum. Wie viele Votes hast du? Virtueller Schwanzvergleich wieder. Warte. Du hast ja auch 100.000 Follower mehr, haben wir festgestellt. Ja. Ich habe 318. 426. Ne? Ich weiß, was ich mache. Der Sturmwaffel bläst dir ein. Oh nein. So, ich habe immer noch 52% bei mir. Und bei dir? Ja. Ja, bei mir ist auch 52%. Ey, eine Minute noch. Ey. Ja, geilo. Ich sehe das bei dir nicht. Ach, das kann ich bei dir nicht einsehen. Echt nicht? Guck mal, von draußen sogar. What? Was war das denn? Ich kann das bei dir nicht einsehen von draußen. What? Ja! Fuck. Fick mein Leben. Ich würde mal sagen, sieht aus, als hätte das ein Profi gemacht. Ich hasse alle Leute.
gar keinen Kontakt mit der. Ich habe wirklich überhaupt keinen Kontakt mit der. Das ist aber schade. Nur fick dich. Stell mal vor, ich krieg dann so, die schließen meinen Instagram-Account einfach. Ja, das... Gar keinen Kontakt mit der. Ich habe wirklich überhaupt keinen Kontakt mit der. Das ist aber schade. Nur fick dich. Such jetzt mal einen schönen Kopf von dir. Richtig geil. Hast du wirklich Angst, dass das gesperrt wird? Ich habe echt Angst, dass das gesperrt wird. Ich darf das Bild von der so bearbeitet hochladen? Ja, eigentlich nicht. Ja, ne? Ich habe halt gar nichts mit der zu tun. Ja. Und was ist denn los? Jetzt suchst du eine Ausrede. Ja. Wenn irgendwas mit meinem Account passiert, ne? Ihr helft mir, ja. Mir schon, oder? Ja. Ich hab da niemanden, der will sich ein anderes Bild nehmen oder so, so auf Lamas, was Nettes, anstatt jetzt so das gewölbte Bild. Ja, sonst. Okay. Es kommt direkt, höchstwahrscheinlich direkt ein Penis oder so, wo einfach nur oben einfach unser Gesicht auf so zwei Pimmeln sind oder so eine Scheiße. Die lachen, das ist ja. Alter. Doch, bevor ich so eine Scheiße mit irgendeinem Fan poste. Wieso kommt man nicht auf deine Instagram-Seite? Irgendwie irgendein Schwanz lutschen. Was? Hast du das gehört? Nein! Nein! Ne? Also auf dem Bild jetzt. Nein, das ist dir das erste Flieber? Aber wenn, dann verfälscht die aber so, dass man, weil der ist das vielleicht auch voll unangenehm. Vielleicht hat die auch einen Freund, der so mega eifersüchtig ist. Ich habe jetzt ein wunderschönes Bild von Stormy mit einem Fan, ne? Habe ich gefunden im Internet und... Da schreiben wir jetzt, bearbeiten wir schön und dann schreiben wir runter meine neue Freundin. Wollt ihr es sehen? Ja, die sieht ja noch voll normal aus. Ja, ja, nur nicht mehr so gut. Ja, ja, aber das ist ja immer noch erkennt. Ich hab die einfach nur fetter gemacht. Ihn da auch bitte nochmal rein. Mach irgendwo die Fresse von ihm, die dann einfach nur von unten da auftaucht oder so, weißt du? Mit Haaren von Julian. Mit Haaren von Julienko, bitte. Warte mal, lass mich bitte. Boah, Alter, als hätte ich... Komm, bitte. Oh, ich hätte nicht hier hinkommen sollen. Das ist... Ja, mach's zu krass. Mach's bitte einfach zu krass, dass die das Leute... Stimmt. Aber das ich krieg keine Luft mehr. Kannst du dir irgendwas noch machen, dass das noch krasser aussieht? Nein, also kannst jetzt du nicht noch ein paar Herzchen reinmachen? 3 Wochen lang ist dieses Mädchen da in Fett promoted auf meiner Seite. So wie... Das Geile ist, es ist so hart an der Grenze, dass man denkt, auf jeden Fall bearbeitet. Guck mal, wie ich aussehe. So bei aller Liebe. Als hätte ich gerade so Weisheitszähne gezogen bekommen. Und mein erster Gedanke war, wow, jetzt mal ein Fan-Treffen. Das ist eine tolle Idee. Ich muss Alter. Fest. Ja, ist auch richtig so. Und dann, das lade ich als nächstes Bild hoch dann. Ich krieg mich einfach nicht mehr ein. Dieses Bild ist so ein Verbrechungsopfer. Ich möchte mich bei dem Mädchen wirklich entschuldigen an dieser Stelle. Ja, wer sagt es? Es geht alles nur darum, ihn fertig zu machen. Okay, ich denke, das war ein großes Verständnis. Das tut mir leid. Das macht's noch schlimmer. Ficken. Meine süße Sabine. Bitte nicht, John. Ich liebe dich. Oh, ey, boah, ich bin sowas von bei Mr. Trashback, Alter. Oh nein. Och, das kannst du nicht machen. Oh. Ich bin froh, dass ich dich hab. Und dann noch so ein Herz. Wenn das Video keine Millionen Klicks kriegt, ne? Ich schwöre dir, ich fick den Pass. Kein Scheiß jetzt. Pass mal auf, der Text ist: Meine süße Sabine, heute sind wir einen Monat zusammen. Ich bin froh, dass ich dich hab. Das ist voll ernst. Bitte mach doch noch was Behindertes dahinter. Nee. Bitte mach was Behindertes dahinter. PS, die Weisheitszähne sind gerade raus. Ja, genau, bitte, bitte sowas. Nur sowas. Bitte, bitte, nur die PS-Weisheitszähne, bitte, bitte. PS, nicht wundern, das ist so komisch aus, ihr habt die Weisheitszähne gefunden. Dankeschön, sowas. Das war's dann mit dem Showbiz. Ich schreibe, PS, nicht wundern, dass ich so komisch aussehe, ihr habt die Weisheitszähne gezogen bekommen und Sabine auch, wünscht uns gute Besserung. Wenn ich jemals, ich glaube, bei euch beiden Flachwichsern, kein Scheiß, irgendwie den Zugang kriege zum Instagram-Account, nicht mal mit einer Wette oder so. Sobald du dein Handy liegen lässt, Joyce, irgendwas passiert und ich schwöre es dir. Und dieser Text wird vernichtend sein für alles, was du jemals gemacht hast. Okay. Ich kann nicht mehr. Gute Besserung, ne? Alles die wünschen mir gute Besserung, Alter. Normal, bei mir steht dann immer drunter, hä, ist bestimmt ein Bettel, ist bestimmt Verarschung, so. Bei ihm steht nur, gute Besserung.
Besserungsmob. Es ist alles vorbei. Besserung, alles Es ist Gute. Einfach alles vorbei, Joyce. Oh, dann steht der Hashtag Hamsterwaffel. Oh. Die nehmen das total ernst, ne? Herzlichen Glückwunsch, cute. Wie süß. Gute Besserung. Oh, Mann, nice. Die checken nicht mal, dass ich so fett bin auf dem Bild. So, es juckt mir gar nicht, dass ich so übertriebene Hamsterbäckchen habe, Alter. Also, dass sie mir das abkaufen, ist das Schlimmste. So eine Scheiße mit so einem Herz, Alter. Denn ich hätte so viel Spaß mit dir. So. Nee, mach ruhig. Ich sitze jetzt nur. Oh, ich lese mir jetzt noch weiter Kommentare durch, wie ich meine Freundin kennengelernt habe. So abweisend kenne ich dich gar nicht. Nein, ihr müsst jetzt Mitleid mit Freddy haben und müsst mal auf seinen Kanal gehen. Den verlinke ich und jetzt. Und ihr shared dieses verdammte Video. Wenn das keine Millionen Klicks hat, dann bin ich mich so... Also der will nur, dass das aufgeklärt wird mit dem Foto. Das Ding ist halt, das wissen die noch gar nicht, ne? Das wurde jetzt drei Wochen Stimmt. vor... Das Foto ist jetzt drei Wochen lang online und ich darf das nicht löschen, bis das Video kommt. Es ist gerade Anfang Februar. Es ist Anfang es wird so schlimm. Mr. Trashpack, ich entschuldige mich an dieser Stelle für diese tolle Berichterstattung, die du über die letzten drei Wochen geleistet hast. War bestimmt toll. Und schreibt alle unter seine Videos... Gute Besserung. Gute Besserung, Hamsterwaffel. Aber ihr müsst diesem Video unbedingt einen Daumen nach oben geben, weil... Zwei Stück, weil ich gelitten habe. Ja. Nur deswegen. Und weil du gewonnen hast. So schön war. Hast du schon mal gewonnen bei dir auf dem Kanal oder was? Halt die Fresse, was willst du, ey? Ich bin jedes Battle, das wissen die. Ich liebe dieses Foto. Ich liebe es einfach. Vielleicht poste ich das bei mir auch nochmal mit herzlichen Glückwunsch. Oh Mann. Ciao, Leute. Tschüss. Definitiv nicht bis zum nächsten Mal, Alter. Definitiv nicht. Der kommt nie wieder. Ich komm nie wieder. Fick mein Leben, Alter. Fick mein Leben.